Hallo und herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo und Teamvorstellungsvideo für die Liga vom lieben Hydronic. Genau. Ich habe hier mich mit Jensen zusammengesetzt. Das ist einfach nur jemand, der halt auch in der Liga teilnehmen wollte. Und weil zu viele Leute eigentlich in der Liga teilnehmen wollten, mussten einige Leute Teams bilden. Und weil ich halt kein Problem damit habe, ein Team zu bilden, habe ich mich jetzt eben dazu entschlossen, zusammen mit dem lieben Jensen das Team Rocking Riolo zu gründen. Ja, das war ein Slowdraft und tatsächlich haben wir alles bekommen, wie wir es uns ab Runde 2 oder 3, was glaube ich, holen wollten. Und zwar haben wir angefangen, unser First Pick war tatsächlich das S-Tier. Also war tatsächlich Pixie. Wir hatten auch tatsächlich Angst, dass er weggeht, weil Pixie ist halt immer gut in Draft liegen. Der kann Magic Guard spielen, der kann Anivar spielen, der kann einfach nur ekelhaft sein, der kann aber genauso gut auch mit Gedankengut oder mit Cosmic Kraft und mit Stored Power, also mit Kraftvorrat, kann der dann irgendwann einfach durch komplette Teams snowballen. Der kann Wunschtraum, kann Teleport, der kann aber auch sowas wie Softboiled. Genau, da fängt es dann schon mit den deutschen Namen an. Weichei. Und vielleicht bringt man auch irgendwann mal sowas wie Mondschein mit gegen einen Sonnenkader von einem Gegner. Auf jeden Fall, der hat so die Sachen, die er eigentlich machen kann. Und ich habe auch tatsächlich mal Lust, mit denen zu spielen. Das zweite Mann, das wir haben wollten, vor dem wir auch relativ viel Angst hatten, dass es weggeht, ist Demeteros in der Inkarnationsform. Den dürfen wir allerdings nicht mit der versteckten Fähigkeit spielen. Also der darf nur Sandgewalt haben und nicht rohe Gewalt. Letztendlich, wir wollten eigentlich den als Bodentypen haben, wir wollten den als Flugtypen haben, wir wollten halt gleichzeitig gute offensive Kraft, gute spezialoffensive Kraft. Wir brauchten auf jeden Fall einen Defogger, also jemanden, der auflockern kann. Und wir wollten halt auch noch einen Mon haben, das wenigstens ein bisschen defensive Utility mitbringt. Und deswegen stand auch Demeteros in der Inkarnationsform relativ früh fest, dass wir den wollten. Und ich glaube, direkt im Anschluss hatten wir uns dann auch schon entschieden, dass wir Silvaro nehmen wollen. Also einen der beiden Pflanzgeist-Typen im B-Rang wollten wir haben. Das wären Ruder und Silvaro gewesen. Letztendlich haben wir uns für Silvaro entschieden, weil der bringt nochmal ein gutes Speed-Tier mit, das wir eigentlich gebraucht haben. Der bringt eine schöne Offensive eben auch nochmal mit. Der bringt insbesondere aber auch Auflockern mit. Und das wollten wir halt auch auf jeden Fall haben. Den kann man Wahlschall spielen, Wahlband. Der hat sowohl speziell als auch physisch seine Setup-Moves. Und der hat auch relativ, also der hat halt 2, 3 Prios. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie viel in unseren Team machen wird. Ich habe keine Ahnung, wie oft er mitkommt, aber wir haben ihn zumindest und jeder Gegner muss sich mal drauf vorbereiten. Direkt im Anschluss haben wir uns dafür entschieden, dass wir auf jeden Fall das Signature-Pokémon von uns haben wollten oder halt die Weiterentwicklung davon. Und zwar Lucario. Lucario hat sehr starke Ähnlichkeiten zu Silvaro. Der bringt halt ein bisschen weniger defensive Utility mit, hat dafür aber offensiv mehr Kraft und ein bisschen mehr Coverage, glaube ich auch, hat aber insbesondere mehr Geschwindigkeit. Und ja, den hatte ich auch schon in meiner einen anderen Draft-Liga, die ich aber alleine gemacht habe und die ich halt auch nicht aufgezeichnet habe. Und der war mein Top-Killer, weil er halt einfach, der kann einfach jedes Game mitkommen und kann am Ende einfach nur mit Schwertanz, mit Ränkeschmied oder auch
meinetwegen mit Walfall oder sowas, einfach nochmal geschwächte Pokémon einfach aufsammeln und damit komplette Teams eben aufwischen. Genau, deswegen, ich hatte schon gute Erfahrungen mit Lucario gehabt und ich wollte ihn wieder haben. Als nächstes haben wir Monagoras gepickt, weil wir zu dem Zeitpunkt schon gewusst haben, dass wir noch drei richtig defensive Pokémon picken wollten und wir wollten einen Kader haben, der auch seine Offensive mitbringen kann. Deswegen, Monagoras hat zwar jetzt mit 121 nicht den krassesten Angriff der Welt, hat aber einen 150er Step-Move ohne dass wir Recoil bekommen. Der kann Drachentanz spielen, also mit Kopfstoß, mit Head Smash. Der kann Drachentanz spielen, der kann Walschall spielen, weil Band kann man auch mal mitnehmen. Der kann eigentlich ultra viel machen. Das denkt man gar nicht, weil was wir auch überlegt hatten, wir wollten ein Gesteinsmon, das die Tarnstellen legen kann. Monagoras hat 119 Verteidigung und kann die Tarnsteine mal gegen ein Team aufsetzen, wenn wir uns denken, wir brauchen unbedingt die Tarnsteine und wollen die weder auf Pixie noch auf Demeteros haben. Genau, das war's zu Monagoras eigentlich auch schon, weil vielmehr, wir wollen halt nicht zu viel über unser Team verraten, ist glaube ich logisch, wenn irgendwelche Leute sich das anhören, dann dann können die ja nicht einfach schon alles mitbekommen, was wir uns jetzt ausgedacht haben. Das nächste Pokémon, das wir uns gepickt haben, ist Voltula, weil wir hatten lange Zeit Donarion an der Stelle im Plan, aber letztendlich, wir hatten halt unser schnellstes Pokémon, das wir in unserem Plan hatten, war Sneeble mit 115. Danach kommt Demeteros, also ohne jetzt Voltula, wäre danach Demeteros gekommen, mit 101, dann, ich glaube schon Lucario mit 90. Und da wollten wir halt zumindest noch ein Mon haben, das irgendwo dazwischen ist, dass ein Gegner nicht zwischen 115 und 101 komplett alles ausnutzen kann, was er an Speedgap für sich vorfinden kann. Deswegen war unser Pick, den wir dort getätigt haben, dann Voltula. Der bringt Klebenetz mit, der kann aber auch mal Lebenob sein, der kann mit Voltwechsel und mit den Stiefeln immer wieder rausgehen und wieder reinkommen. Und ja, ich habe einfach mal Lust drauf, den auszuprobieren. Generell, das wird eine Liga, klar, ein bisschen Freiheit wird dabei sein, aber eigentlich möchte ich mehr mal was ausprobieren, mehr mal was gucken, was passieren kann. Und dafür finde ich, ist Voltula eigentlich ein relativ schönes Mann. Das nächste Pokémon, das wir uns gepickt haben, war Schlurpleck, weil das war der Herzenspick meines Teampartners. Und ganz ehrlich, er hatte mich ein bisschen überzeugt, als ich da mal mit dem angefangen habe zu kalken und gesehen habe, dass er defensiver ist als Mew im D. Deswegen, also Schlurpleck, ich setze jetzt hohe Erwartungen in den, der kann auch Toxin generell, wir haben Team, in dem jedes Pokémon Toxin lernen kann. Wir haben keine neuen Pokémon. Aber genau, Schlurpleck kann Toxin, kann Abschlag, kann Body Slam, kann Wunschtraum insbesondere, Wunschtraum Schutzschild. Und hat auch ganz gute Fähigkeiten mit, er kann nicht verhöhnt werden oder er hat keine oder er hebt die Effekte von Wetter auf, wenn er aufs Feld kommt. Und beides sieht eigentlich sehr gut gegen bestimmte Teams aus. Einfach nur, wenn man sich mal anguckt, wie häufig der reinkommt, Wunschtraum drückt, dann wieder rausgeht oder auch mal einen Abschlag drückt und dann den defensiven Pokémon ihre Item wegnimmt. Deswegen, ich sitze auch in den relativ hohen Erwartungen. Aber wenn der jetzt nicht viel macht, dann wäre es halt ein D-Pick gewesen, der eben in den Sand gesetzt wird. Dann kam Magbrand. Magbrand ist... Wir hatten auf jeden Fall noch einen Feuertypen gebraucht, um sowas wie Stahltypen eben auch im Midgame wegnehmen zu können, weil
Demeteros ist halt, das kann zwar dasselbe machen, aber mit dem möchte man nicht unbedingt in bestimmte Attacken reinkommen, in bestimmte Stahlattacken reinkommen. Insbesondere wenn die dann noch so was wie ein Ice-Coverage-Move haben. Stahl und Eis, in beides kommt Magbrand eigentlich ganz gut rein. Klar, der hat keine so guten defensiven Werte, aber man kann dem mal einen Walfall geben, dann outspeedet er relativ viel und kann mit seinen 125 Basis-Spezialangriff relativ gut reinhauen. Mit Walglas kann er natürlich auch richtig viel Schaden anrichten. Oh, theoretisch ist sogar sowas wie ein Bauchtrommelset drin, wobei ich nicht glaube, dass wir das wirklich mal gut mitbringen können. Und ansonsten, der bringt Teleport mit. Das bedeutet, im Fall der Fälle hätten wir auch nochmal die Möglichkeit, ganz langsam das Momentum zu bekommen. Und ja, gut. Magbrand bringt uns halt viel Moment, viel offensive Kraft, auch mit sowas wie Psychokinese und sowas. Deswegen, den wollte ich dann schon relativ sicher haben. Somnivora kam als nächstes, weil Somni ist ein Pokémon, das man unterschätzt es häufig. Es kann ultra viel aushalten, es kann aber genauso auch Schaden drücken. Mit einer 116er Spezialangriffsbasis war es, glaube ich. Es hat langsames Momentum mit Baton Pass, also mit Staffette, was erlaubt es zu benutzen, solange man keine eigens generierten positiven Statusveränderungen weitertauscht. Also sowas wie Gedankengut-Staffette oder auch sowas wie Fluch-Staffette, worüber ich mal kurz nachgedacht habe, ist nicht erlaubt. Ansonsten, ja, der kann aber auch beispielsweise mal den Bizarro-Raum setzen, wenn wir irgendwie ein langsames Monagoras sehen. Oder wenn wir sehen, dass Schlurpleck bzw. ein sehr langsames Magbrand in einem Matchup richtig viel machen. Genau. Und der ist halt auch nochmal so ein bisschen was gegen Kampf-Pokémon mit Stahl-Coverage. Also Kampf-Stahl-Boden. Gegen diese Coverage sind wir halt relativ schlecht aufgestellt mit unserem Team. Da wollten wir halt was haben, was wenigstens neutral reinkommt und was wirklich guten Bulk hat. Dann hatten wir Sneevil gepickt, weil, ja, Sneevil war, beziehungsweise Sneevil hatten wir schon irgendwann vorhin gepickt. Und den wollten wir halt auf jeden Fall haben. Der bringt uns Speed mit, der bringt uns ein Dark-Typing mit, Knock-Off-Spam und der bringt uns den Triple Axel mit oder halt Ice Punch oder halt Icicle Crash. Also einen von drei möglichen Ice Moves, der kann als Late Game Sweeper gespielt werden, der kann aber auch im Mid Game breaken, der kann ja gut, viel mehr kann der auch nicht. Der kann Late Game Sweep und der kann im Mid Game breaken. Aber viel mehr muss er halt auch nicht können. Und in dem, was er macht, ist er mit 115 Speed und 95 Angriff auch relativ gut. Deswegen, wir wollten den halt auf jeden Fall haben als unseren C-Pick und den haben wir auch bekommen. Und dann das Pokémon, das wir relativ früh schon festgestellt haben, dass der in unseren Draftplan reinpasst, weil ursprünglich hat da unten Lamos gestanden als zweites S-Pokémon. Im Endeffekt hatten wir uns dann aber doch umentschieden, weil Lamos wurde uns gesniped und wir hatten auch Angst, dass uns Lushoking gesniped wird, weil der dann doch noch ins ein oder andere Team ganz gut reingepasst hätte, während Agrostella nicht so gut in manche Teams reingepasst hätte. Deswegen haben wir uns dann letztendlich dazu entschieden, mit Agrostella unseren Draftplan zu machen, weil klar, man kann sich in der Draftliga gut auf ihn vorbereiten, er kann sich aber auch gut auf den Gegner vorbereiten. Der hat Dunkelnebel, der kann defensiv sein, je nachdem, welche Defensive man braucht. Der kann auch mal
ein bisschen offensives Investment haben. Der muss ja auch nicht immer nur Scald mitbringen, also Siedewasser, sondern er kann ja auch mal ein bisschen physisch offensiver sein mit dem Aqua-Durchstoß oder dem Gift-Hieb, um einen Delegator zu brechen, der auf ihn gesetupt werden soll. Oder halt alles möglich, was so in die Richtung ist, kann er irgendwie verhindern mit irgendwas, was er plötzlich dann doch noch aus seinem Moveset rausholt. Und wenn es einfach nur der Bunker ist, mit dem Gegner in einem Zeitpunkt nicht rechnet und der den dann komplett wieder zurückbringt, weil das Pokémon, das er gerade drin hatte, fast tot war, aber durchs komplette Team hätte gehen können, wenn der Bunker nicht gekommen wäre. Sowas in die Richtung kann ja auch gut und gerne mal passieren. Deswegen, also ich sag, Acrostella wird uns ein Match komplett kosten, weil er zu defensiv sein wird. Und ab dem Zeitpunkt, wo er das macht, werden wir ultra Angst haben, was wir mit Acrostella machen. Und werden dann auch versuchen zu doublen und so weiter und so fort. Deswegen, ich habe Lust auf dieses Team. Ich sehe mir dieses Team an und ich sehe eigentlich nicht allzu viele Probleme. Bis auf natürlich, wir haben eine kleine Erdbebenschwäche. Also Bodenattacken treffen uns relativ hart. Insbesondere, wenn es Bodenattacken in Kombination mit Eisattacken sind, dann haben wir absolut keinen Switch in rein. Aber Marmutal ist in unserer Liga, glaube ich, sogar gar nicht weggegangen. Deswegen, ich habe Hoffnung an diese Liga. Und ich sage, wenn wir in der oberen Hälfte landen, dann ist es eigentlich auch schon eine Leistung. Ja, deswegen wird das auch mein Ziel bleiben. Und ja, wenn ich in der oberen Hälfte lande, dann finde ich es gut. Wenn nicht, dann muss ich mir meine Probleme nochmal genauer angucken, welche Fehler ich wo wann gemacht habe, ob eventuell das Teambuilding komplett hätte anders sein müssen. Ja, genau. Dann gucke ich eben danach. Ja, gut, dann ist das mein Team. Ihr könnt ja eventuell in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, ob ihr es zu defensiv findet, ob ihr findet, dass da ein anderes Pokémon besser reingepasst hätte. Ob eventuell Guntank im C und dafür dann Lamos im S doch besser gewesen wäre. Oder ob das dann ein bisschen zu wenig Defensive wieder gewesen wäre. Und insbesondere keine physische Defensive, ohne dass man was in die Kehrtwende reinwechseln will. Was einer der Aspekte war, weswegen wir uns für Toxapex entschieden haben. Ja. Ihr könnt uns das ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich schau mal, dass ich möglichst jeden Kampf nachkommentiere. Also ich werde es nicht live kommentieren. Einfach nur, weil ich mich da mit meinem Teamkollegen absprechen muss und weil ich keine Lust habe, dass irgendwie dann Probleme mit der Audio auftauchen. Deswegen werde ich jeden Kampf halt kurz nachkommentieren und werde entweder vor dem Kampf oder vorher in der Woche ein Teambuilding machen. Und damit hoffe ich, ihr habt Spaß und dass ihr mich einfach mal ein bisschen verfolgt und guckt, was ich in dieser Liga hinkriegen kann. Ciao und bis zum nächsten Video.